Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Ja, das letzte Mal haben wir im Prinzip die ersten vier Welten relativ schnell abgeschlossen. Wir hätten noch ein, zwei mehr machen können, vielleicht von der Sternenwelt, aber wie gesagt, da hätten wir vielleicht noch ein Level oder so übrig gehabt. Und dann ist es mir doch lieber, wenn wir das hier ein bisschen aufteilen können. Wir haben hier nämlich im Prinzip noch drei Level übrig vor bevor wir den Endboss besiegen. Und von daher nutzen wir das doch am besten aus. So, das hier ist jetzt wieder ein Level, wo man mit den Lucky Toom herfliegen muss. Und da habe ich jetzt immerhin diese Mondmünze ziemlich problemlos eingesammelt. Ja, wie allgemein bei den Lucky Toom Leveln hat dieses Spiel immer ein bisschen das Problem, das habe ich ja schon öfters erwähnt, dass es zwar interessante Sternmünzen mit dem Lucky Toom gibt, jedoch gibt es einfach zu viele, die einfach nur daraus bestehen, dass wir mit ihm irgendwo random hinfliegen. Gut, hier kommt die interessante Schwierigkeit dazu, dass die Platten verschwinden, wenn man sie einmal berührt hat. Und das ist es hier jetzt natürlich eine schwierige Stelle. Und positiverweise muss ich auch sagen, ist die soweit gut an die Schwierigkeit mit dem Waschbär angepasst. Und jetzt muss ich überlegen, wie kriege ich diese Sternmünze am... Mondmünze, sorry. Wie kriege ich die Mondmünze am besten? Und zwar am besten so. Oh, weil natürlich der Lucky Toom von oben Stachis runterschmeißen. Das ist eine Sache, die wirklich gefehlt hat, dass man schauen muss, okay, wie kann ich... Oh, die Vorteile des Lucky zu nutzen, aber gleichzeitig verhindern, dass er mir mit dem Stachy Probleme bereitet. Und mit dem Stachy konnte man bis dato zu einfach umgehen. So, jetzt ist die letzte Mondmünze wieder irgendwo oben random. Das heißt, ich muss ein bisschen eine höhere Position mich begeben. Gut, das müsste genau hier sein. Jo. Und dann haben wir das auch schon. Ja, keine großen Probleme. Also diese Sternwelt ist jetzt natürlich nicht mal ansatzweise mit Welt 9 aus Super Mario Bros. Wii zu vergleichen. Nicht mal ansatzweise, das ist so schlimme Level. Also wirklich, da haben einige einen Verstoß gegen die UN-Menschenrechtscharta bedeutet. Und natürlich auch nicht nur Super Mario Bros. U, da gab es auch einige schwierige, wie weiterlaufen bitte. Und bei Super Mario Bros. Wii ist, glaube ich, 9-7-Meme genug. Ja, da weiß man, was mit 9-7 gemeint ist. Und auch das andere, das mit den Pinkholz, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war 9-5. Auf jeden Fall nichts, was ich unbedingt noch mal spielen möchte. So, Stern 5 lief ziemlich gut. Keine Probleme soweit. Und was ich danach machen werde, ich werde euch nicht die Regenbogen-Level zeigen, sondern das werde ich dann in einem nächsten Part insgesamt machen. Der nächste Part wird dann nur daraus bestehen, dass ich euch alle Regenbogenlevel nach und nach zeige. Was ich jetzt machen oder was ich danach machen werde, ist, ich werde euch im Prinzip die Häuser, die ich noch aktivieren muss, reinschneiden. Wie ich das Geld ausgebe. Ich habe mir überlegt, ob ich es vielleicht tatsächlich so mache, dass ich euch diese Häuser dann auch noch zeige, wie ich die Sachen hole. Aber ich habe mich dann letztendlich doch dafür entschieden, dass das zu langweilig wäre, weswegen ich es lasse. So, hier haben wir jetzt ein Unterwasser-Level, was mit den Skelettfischen arbeitet. Und wie ihr merkt, bin ich ein relativ großer, oder wie gemeint, bin ich ein relativ großer Freund von den Skelettfischen. Weil zum einen haben sie keine Schwäche gegen Feuerblumen. Gleichzeitig haben sie aber eine wesentlich berechnendere Schwimmbahn. Und bei den Cheep Cheep, die haben zwar eine Schwäche gegenüber Feuerblumen, allerdings schwimmen die mal auf, mal ab, mal torkeln sie ein bisschen, als wären sie besoffen. Und bei den Skelettfischen mag ich sehr, dass man das einigermaßen berechnen kann und so sozusagen das Ganze auch ein bisschen zu seinem eigenen Vorteil formen kann. Ist natürlich, oh Mist, gut, wenn man dann noch eine gewisse eigene wenn man auch eine gewisse Steuerung hat, die da gut funktioniert, aber da konnte ich jetzt zum Beispiel nicht viel machen, weil der Skelettfisch einfach zu nah an mich dran war. So hat es jetzt aber ganz gut geklappt. Ich habe immerhin schon mal zwei Mondmünzen, die ich sicher ins Ziel bringen kann. Ja, dann haben wir schon fast das letzte reguläre Level von den Regenbogen-Leveln und dem letzten Level-Upseed. Ja, ich werde noch über das letzte Level sprechen.
erwartet nicht den enthusiastischsten und glücklichsten Part, weil... Ich meine, das letzte Schloss ist gut, aber der letzte Endboss ist einer der schlimmsten Sachen, die es jemals in Super Mario Bros. Gab. Und das ist mein Humor übertrieben. Verdammt, schnell die Blume! Schnell! Ich muss ja doch Leben rausholen! Must risk life for One-Ups! Okay, gut. Hat geklappt. Kriege ich jetzt die... Ich wollte doch die Goldblume. Dann hätte ich hier noch ein paar Leben mir holen können und ich hätte die Skelettfische ziemlich einfach erledigen können, wobei sie in so einer so geringen Zahl auftreten, dass das auch kein allzu großes Problem ist. So, ich glaube, jetzt haben wir es dann so gut wie geschafft, oder? Kommt da noch was? Ich meine, an irgendeinem Punkt muss ich ja dann wieder nach oben, weil ich muss irgendwie eine Fahne aktivieren. Ist ja nicht so, als könnte man hier Level unter Wasser aktivieren. Würde das auch mal interessant werden in Mario Bros., wenn das irgendwie möglich wäre. Aber gut, ich meine, es gibt nur wenige Jump'n'Runs, wo das tatsächlich funktioniert. Das Einzige, was mir da, glaube ich, tatsächlich einfällt, ist das allererste Donkey Kong Country. Da kann man Level unter Wasser beenden, aber... Ansonsten, also in Sonic geht es mit Sicherheit nicht, weil Sonic kann nicht unter Wasser gehen. In den Mario Bros. Hat man da immer eine Fahnenstange. Und bei Rayman bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wir sind erstmal so diejenigen, die mir einfallen. So, okay. Gut, One-Up erreicht und ja, dann sind wir im Prinzip schon bei dem allerletzten Level. Stern 7. Und ich hoffe, dass das zumindest so ist, dass ich am Ende, weil ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass ich am Ende sagen kann, ja, das ist in einem letzten Level irgendwie würdig. Ja. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann ist das ein Level, wo ich sage, es ist okay, aber für ein letztes Level in einer Spezialwelt auch irgendwie... Ich meine, natürlich kann ein letztes Level auch ein bisschen entspannter sein, aber da muss es bewusst entspannter sein. Zumindest Super Mario Bros. Wii, da hat man das letzte Level bewusst etwas entspannter gemacht. Ich meine, ja, es gibt hier ein paar Schwierigkeiten, wie zum Beispiel diese Sternmünze, das war ganz okay. Man hat hier einige Hotheads und Feuerbälle, aber wenn man davon absieht... ist die Schwierigkeit eher klein gehalten, was ich interessant finde. Ich weiß nicht, ob das nur mir auffällt, aber ich finde diese Tiles, die hier verwendet wurden, in extrem an Donkey Kong Country Returns. Sowieso habe ich das Gefühl, dass sich da Returns etwas zu sehr an diesem Spiel orientiert hat. Weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber... ja, wow. Ganz ruhig. Das hier hingegen ist cool. So... ein ganzes Level in dem Stil, das wäre mal was gewesen. Wobei das natürlich auch in einen gewissen Kontext passen muss. Also bei einem Vulkan wäre das vielleicht unpassend gewesen. Bei Wolken, hätte man Wolken als Team gehabt, hätte das doch ziemlich gut funktioniert, würde ich mal sagen. Okay, dann sammeln wir noch ein letztes Mal rote Münzen ein. Vielleicht. Es sei denn, es gibt sie bei den Wolkenleveln. Ich glaube aber nicht. Oder im finalen Schloss. Das glaube ich aber ebenfalls nicht. Und wow, die hatten sich wirklich so platziert, dass ich so gut wie gar keine Chance hatte. Hey, ich hab's geschafft. Yay, komm her. Ah, so wunderschöne letzte Mondmünze. Komm her. Letzte Mondmünze gesammelt. Riesige Flammenzunge. Und ich glaube, dann war's das. Wie gesagt, es ist okay. Aber wenn das das Finale oder das der Höhepunkt ist, dann... joa, weiß ich auch nicht. So, jetzt sind wir bei... 8 Minuten! Nur 9 Minuten! Doch so viel! Wow, ich bin wirklich... wirklich tief gerührt. So, dann werde ich jetzt mal einfach hier meine Power-Ups holen. Und jetzt werde ich noch die letzten... Sachen reinschneiden. Die letzten Münzen, die ich ausgeben werde. Ganz kurz nur, hier gab es ja noch keinen Tanuki, deswegen... Quatsch, kein Waschbär, deswegen wurde das hier noch nicht angezeigt. Aber gut, dann, ja, sehen wir uns gleich wieder zum kürzesten Part der Geschichte. Ich muss es jetzt nur auf 10 Minuten lang strecken, damit ich mehr Geld kriege. Oh Mann, ich bin so fies. Thank you.
So, und damit fehlt im Prinzip nur noch die letzte Bastion, nämlich das Sternenhaus. Wie gesagt, vielleicht werde ich das gegen den Endboss einmal einsetzen. Aber ansonsten kann man jetzt nicht so viel mit einem Stern machen. Deswegen fand ich den auch in Super Mario Bros. Wie auch nicht so cool. Aber eine Sache, er überschreibt alles, sogar die Goldblume. Oh mein Gott. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Super Mario Bros. 2. Danke für Daumen hoch. Abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und das nächste Mal grande Finale. Bis dann.